Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik für MeinTV. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Manfred Lendner, 55 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Ich fühle mich kreativ. Meine künstlerische Begabung spielt sich sicherlich nicht im Malen und Zeichnen ab. Was ich sehr gerne aber tue, ist formulieren, organisieren. Ich schreibe auch Gedichte hin und wieder. Solche Dinge liegen mir sehr. Auch der musische Bereich, hier fühle ich mich sehr wohl. Manfred Lendners politische Karriere begann bereits in jungen Jahren in seiner unterfränkischen Heimatgemeinde. Ich habe 1977 bereits den Ortsverband der Jungen Union hier in Kürnach gegründet. Bin seit 1978 hier in Kürnach Gemeinderat und habe halt die ganzen Stationen Gemeinderat, Kreisrat, Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender im Kreistag bis hin jetzt zum Abgeordneten durchlaufen. Der ehemalige Polizeibeamte kann seine langjährige Erfahrung auch im politischen Alltag unterbringen. Fungiere als polizeipolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und habe meinen Schwerpunkt naturgemäß auf Fragen der inneren Sicherheit, Fragen der Kommunalpolitik, Landesentwicklung, Ehrenamt. Bin verantwortlich dafür, dass unsere Region nach vorne kommt, aber gleichzeitig auch als Abgeordneter im Bayerischen Landtag dafür verantwortlich, dass der Freistaat Bayern eine gute Zukunft hat. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf aus dem Stimmkreis Erding wird neue Umweltministerin. Fast ein Jahr hat sie die Staatskanzlei geleitet, dann hat sie sich zurückgezogen. Am ersten Montag im September verkündete die CSU-Politikerin Christine Haderthauer ihren Rücktritt. Eine Entscheidung, die einige sehr bedauern. Anders die Opposition. Der Rücktritt Haderthauers sei überfällig gewesen. Die Landtags-SPD fordert sogar einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Der Grund für Haderthauers Rücktritt ist die sogenannte Modellauto-Affäre. Hintergrund ist eine Anzeige des früheren Mitgesellschafters der Firma Sapor Modelltechnik. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdacht gegen die CSU-Politikerin. Den Posten als neuer Staatskanzleichef übernahm Marcel Huber. Eine Stelle, die ihm nicht fremd ist, denn der Oberbayer war bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Als Newcomer gilt sie, die neue Umweltministerin Ulrike Schaaf, eine 46-Jährige aus Erding, die politisch bisher als eher unauffällig galt. Über die überraschende Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer freute sie sich verständlicherweise sehr. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet, die Überraschung ist natürlich da, aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Schaaf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Schaaf im vergangenen Herbst das Mandat erneut.
Die 46-Jährige ist seit 2011 Schatzmeisterin der CSU und Präsidiumsmitglied. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Weil Schaaf im Gegensatz zu Huber dem Kabinett bisher nicht angehörte, musste ihrer Berufung der Landtag zustimmen. Angesichts der absoluten Mehrheit der CSU eine reine Formsache. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten, anders als manche Abgeordnete. Thomas Kreuzer, Sie sind Fraktionsvorsitzender von der CSU. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird er eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein. Und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kollegen und Kollegen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Haderthauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Frau als mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Die Frau Haderthauer hätte dieses Verfahren, dieses unsägliche, ja selber abkürzen können, indem sie einfach zurückgetreten wäre, schon vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Man hätte das alles vermeiden können, diese nicht glaubwürdigen Abwehrbemühungen, die sie da getroffen hat. Das war unsäglich und das war auch dem Amt, das sie innehatte, nicht würdig. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Meines Erachtens ist das ziemliche Zeitverschwendung, weil es hier nur darum geht, um persönliche Angriffe gegenüber Christine Haderthauer. Finde ich sehr schade, finde ich auch ziemlich unsachlich. Es geht hier um Vorgänge, die von der Staatsanwaltschaft überprüft werden. Das bedeutet, wir befinden uns im Ermittlungsverfahren. Es hat noch nicht mal eine Anklageerhebung stattgefunden und damit gilt die Unschuldsvermutung. Was im Endeffekt dann ein Untersuchungsausschuss wirklich bringen soll, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Wäre vielleicht eine gute Frage für die Opposition. Ich denke, dass die Frau Haderthauer da ihre persönlichen Konsequenzen daraus gezogen hat. Alles Weitere wird sich jetzt im juristischen Verfahren einfach klären. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten im September beschäftigte. Nämlich der Ansturm an Asylbewerbern. Damit hat Bayern nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München platzen aus allen Nähten. Dass dies so kommen werde, davor will die Opposition schon vor Jahren gewarnt haben. Nun will Sozialministerin Emilia Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit.
Zum einen, die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. In Sachen Flüchtlingspolitik hat Bayerns Sozialministerin Emilia Müller klar definierte Ziele. Auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag wollte sie dem Sozialausschuss Rede und Antwort stehen. Dafür verließ sie sogar vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei. Die Opposition nutzte diese Gelegenheit, um der Regierung mangelnde Aufklärung und zu spätes Handeln vorzuwerfen. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Derzeit, das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und das Sonderwege finden. Für die CSU scheinen diese Vorwürfe ungerechtfertigt. Schließlich sei die Situation erst seit kurzem dermaßen extrem. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Noch Ende Oktober gibt es Erleichterung für die Erstaufnahmelager in München und Zirndorf. Dann will man in Regensburg eine Zweigstelle mit 250 Plätzen eröffnen. Des Weiteren ist für jeden Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Für Mitte 2015 kann man in Bayreuth damit rechnen und in Augsburg sollen die ersten Asylbewerber ab der zweiten Jahreshälfte 2015 aufgenommen werden können. Ansonsten noch in Deggendorf und in Schweinfurt. Insgesamt will man aber die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern noch bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. Nach einem kurzen Telefonat mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen darf eine alte Kaserne bei Ingolstadt umfunktioniert werden. Aber nicht nur der Sozialausschuss beschäftigt sich mit dieser Thematik. Nein, der gesamte Landtag hat die Asylpolitik in der Sondersitzung behandelt. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns jetzt stellen müssen, der wir uns auch schon gestellt haben. Jetzt akut muss noch mehr passieren, weil eben die Prognosen mittlerweile alles übertreffen. Es kommen immer mehr Flüchtlinge zu uns nach Deutschland, eben auch nach Bayern. Die bayerische Staatsregierung hat jetzt ein Maßnahmenprogramm beschlossen. Die sieht zum Beispiel unter anderem vor, dass jetzt ganz akut bis Oktober noch 2000 neue Plätze geschaffen werden, um die Leute unterzubringen. Was die Staatsregierung gemacht hat bis jetzt, war halt abzuwehren, abzuwiegeln. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir so schnell wie möglich die hohen Zahlen der Flüchtlinge in den Kommunen, in den Kreisen aufnehmen, und zwar menschenwürdig aufnehmen. Das ist, glaube ich, das absolute Ziel von allen. Und wir würden uns halt wünschen, dass die Staatsregierung noch mehr auch die Kommunen unterstützt, die Kommunen nicht alleine lässt mit der Zahl der Flüchtlinge, dass man jetzt wirklich offensiv einerkennt, das ist ein Problem, was gelöst werden muss, und sich nicht zurückzieht auf irgendwelche, wir müssen die Grenzen dicht machen und wir müssen irgendwo irgendwelche Abwehrmechanismen haben. Wir sind ein reiches Land, wir haben die Möglichkeit, die Flüchtlinge aufzunehmen, und wir müssen uns um die kümmern. Also es soll eine Erstaufnahmeeinrichtung entstehen. Momentan ist die Stadt Schweinfurt im Gespräch, beziehungsweise es finden Verhandlungen statt mit der Stadt Schweinfurt. Ich hoffe, dass die Verhandlungen gut laufen und dass wir dann auch in Unterfranken eine Erstaufnahmeeinrichtung vorweisen können. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für MeinTV. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.